Guten Morgen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich wende mich heute zu Ihnen, weil Sie wissen, es steht unser Osterfest vor der Tür. Wir sind in der Karwoche. Und ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Und ich hoffe, Sie haben auch Ihr Osterfest gut vorbereitet. Aber in diesem Zusammenhang habe ich eine wirklich wichtige und für mich auch dringende Bitte. Bitte verhalten Sie sich vernünftig. Verhalten Sie sich, was vorgegeben ist. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass das Osterfest ein schönes Wetter bringt und auch ein schönes Fest wird. Bleiben Sie in Ihrer Familie. Gucken Sie nach Ihren Nachbarn. Helfen Sie mit, wenn Einkäufe gebraucht werden. Und ganz, ganz wichtig, halten Sie Abstand, wenn Sie außerhalb Ihres Hauses sind. Und meine Bitte bleibt auch, lassen Sie uns wirklich die Vorgaben einhalten. Das heißt, am Kulturufer darf nicht überfüllt sein von Menschenmengen. Weil ich habe keine Lust, dass wir dann reagieren müssen als Stadt und das Kulturufer sperren wollen. Oder auch im Bingerwald bitte ich wirklich drum. Ich habe Verständnis, dass man an Ostern Ausflüge macht oder Spaziergänge organisiert und auch macht. Aber bitte mit dem notwendigen Abstand und bitte auch in dem Verständnis, was die Vorgaben vorgeben, damit wir durch diese Pandemie durchkommen und dass wir wirklich diese Kurve, die jetzt langsam auch am Absteigen ist, überwinden und wir dann irgendwann, ich hoffe dann nach Ostern oder spätestens im Mai, wieder einen Schritt nach vorne gehen können. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest, ein paar schöne Stunden im Kreis Ihrer Familie und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.